Willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ja, wer am Wochenende nicht dabei war, ich habe ja einen kleinen Stream gemacht. Der kann das Ganze natürlich jetzt verfolgen. Wieder ganz normal als Video auf YouTube. Und ja, ich war längere Zeit nicht aktiv. Warum, hatte ich schon mehrmals erklärt und geschrieben in den Chats und so weiter. Auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen aktiver und schauen wir mal, was wir so gerissen bekommen. In der Zeit, wo ich nicht aktiv war, bin ich öfters mal online gekommen, hab mal einen Krieg gestartet oder auch einfach nur Ressourcen abgeholt. Deswegen bin ich auch erst Stufe 72. Ich war eine ganze Zeit lang 71, gerade erst auf 72 übergesprungen. Wenn ich normal weitergezockt hätte, wäre ich wahrscheinlich schon 80 oder so. Wer weiß das schon, auf jeden Fall geht's ja so auch. Hab mal meine Mauer ein bisschen weiter ausgebaut hier, die Achter. Aber es kostet einfach saumäßig Kohle. So, als erstes wollte ich mal darauf eingehen, dass einige hier geschrieben haben, dass sie etwas, sagen wir mal, genervt sind, dass sie nicht im Clankrieg dabei sind. Ja, tut mir leid, sorry, ich habe ja geschaut im Stream, war es am Wochenende, wie ich das so raussuchen kann, wer aktiv ist und wer nicht. Hab ein bisschen im Chat geschaut, hab halt geschaut, wer eine Liga hat und so. Und wer frei ist für Clankrieg. Und habe danach dann ausgewählt für den nächsten Clankrieg. Ein anderes Kriterium gab es jetzt eigentlich nicht. So, vielleicht noch, dass ich die Leute nicht kenne und so, weil halt die ganze Zeit lang, über in der ich nicht aktiv war, natürlich einige gekommen und gegangen sind. Das ist ja normal, kann ich auch verstehen. Ist ja okay. Wenn jemand inaktiv ist und ihm der Clan gehört, ist es dann schon ein bisschen blöd für die Leute. Kann ich nachvollziehen. Aber ja, das wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Ich schau mal, wer so aktiv ist. Und im nächsten Clankrieg berücksichtige ich die dann auch. Also schreibt sonst einfach mal in die Kommentare hier. Lese ich das und dann werdet ihr mit aufgenommen. 100 pro. Ich habe mich ja früher auch da dran gehalten. So, was wir jetzt mal machen. Wir schauen uns mal an, was es so zu tun gibt. Auf jeden Fall werde ich gleich mal ein bisschen kämpfen. Mal eine coole Base raussuchen oder so. Und mal meinen Clan ein bisschen abchecken. Ich fange mal unten an. Das Sora scheint relativ inaktiv zu sein. Wurde auch komplett vernichtet. Wann auch immer. Den muss ich mal kontaktieren, ob der denn noch weiter zockt. Ist ja schade drum, um den Platz, den quasi sonst jemand anderes nehmen könnte, der aktiv ist. So. Ja, hier sind bestimmt einige, die nicht aktiv sind. Sollte man mal rausfinden. Ich habe da einfach mal den Blick für. Und sage euch Bescheid. Der Terrorkeks hat auch keinen mehr? Keine Liga? Ach, das war der Kollege, der zu hoch gezogen hat, zu früh hochgezogen hat. Scheinbar auch nicht mehr so aktiv. Der Simon ist auch noch dabei. Nice. Ja, unseren Gegner sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen. Wen haben wir denn hier? Ich suche mir direkt mal den raus, den ich gerne platt machen würde. Oh, hier X-Bogen. Da fällt mir auch wieder ein, dass ich wieder Clash Royale reingehen müsste. Demnächst. So. Ja, der ist auf jeden Fall nichts für mich. Zu stark. Ich glaube, das wäre auch eher nichts für mich. Auch eher nicht. Nein. Definitiv nein. Alter, hier hat einer schon auf 10 gezogen. Uiuiui, ist auch ein guter Gegner, echt. Also hier würde ich es vielleicht schon mal versuchen. Das sieht auch interessant aus. Hier sehe ich wirklich einige Stellen, wo es sich vielleicht sogar lohnen würde, raufzugehen. Ja, das ist auch so ein Kandidat, auch so meine Richtung, dass ich packen könnte. Ja, ebenfalls, also ab hier quasi immer. Alles, was runtergeht, sollte möglich sein. Ja, hier auch.
Schade, dass er erst in einer Stunde losgeht oder so. Hat sich eben noch gesehen und mich geärgert, dass ich quasi zu früh aufgenommen habe. Sonst hätte ich ja schon mal einen Angriff mit aufnehmen können. Aber dann halt im nächsten. Da fällt mir gerade ein, ich muss aufpassen, dass hier wirklich alle Gebäude geschützt sind, Rathaus und natürlich auch die Clanburg. Wegen der Schatzkammer. Ist hier wieder was zum Abräumen? Nein. Die Weihnachtsbäume lasse ich noch da, weil ich finde die eigentlich cool. Und so nötig habe ich das Geld jetzt auch gerade nicht, dass ich die abholzen müsste. Gibt ja immer irgendwie 75.000 dafür, dass man 25.000 investiert. Lohnt sich irgendwie gerade nicht. Nein. Ich lasse die einfach mal da. So, wir suchen uns jetzt einen Gegner. Ich hatte auch erst überlegt, hier anzugreifen. Packers Party. Aber sieht mir ein bisschen zu hart aus. Ich glaube, das packen meine Einheiten noch nicht. Aber vorab könnten wir erstmal anfragen hier, ob jemand was Cooles für uns hat. Und wir sagen auch mal, auch nochmal Hi, dass wir überhaupt da sind. Das wissen die Leute ja gar nicht. Gibt's eigentlich was Neues zum Erforschen? Nein, mir fehlen einfach Ressourcen. Ich muss wieder mehr farmen. Angriffskosten. 3 Stunden. Bedeutet das, du kannst jederzeit einen Kampf finden, aber deine Schilddauer nimmt ab, wenn du angreifst. Wenn der Angriff mehr als die Restdauer kostet, wird das Schild entfernt. Wie, habe ich überhaupt ein Schild? Ja, 10 Stunden. Verstehe. Ja, mal die Info geben. So, Monkey. Der Monkey, der ist doch irgendwie immer da, oder? Der war im Stream, den sehe ich immer im Chat. Ist einfach so ein aktiver Kerl. So ein Suchti. Na gut, ich weiß nicht, ob uns noch jemand was schickt, aber ich suche uns jetzt mal einen Gegner raus. Pfui. Ja, aber ressourcenmäßig holt sich die hier einfach nichts. Das ist Quatsch. Das ist Müll. Weg mit dir. Nein. Zu einfach. Zu wenig Ressourcen. Jo, ich habe auch das Gefühl, die haben das ein bisschen optimiert hier, die Suche. Manchmal ging das einfach 10 Jahre, bis ich dann einen Gegner bekommen habe. Oh, crazy. Das ist auch kacke. Ist nix für mich. Nee, nee. Auf keinen Fall, Alter. Nee. Das wäre vielleicht was. Von den Ressourcen her auf jeden Fall. Verteidigungsmäßig. Puh. Einfach ist das nicht. Flugabwehr haben wir hier auf der Seite, da unten. Also wir sollten vielleicht hier unten angreifen zuerst, dass wir die beiden Flugabwehr weghauen mit den Packers plus König. Ah, wird schwer. Jedenfalls auf die schnelle Art und Weise. Ja, komm, wir greifen an. Gucken mal. Gucken wir erstmal. Okay, die halten ein bisschen was aus. Ich weiß nicht, welche Richtung die gehen, deswegen muss ich leider noch warten. Komm, schicken jetzt unsere Kollegen. So, ich weiß nicht, was wir hier bekommen haben, da wir eben nicht mehr geschaut haben. Aber wir müssen jetzt hier mal Speedy geben. Ah, ein Packer, nice. Vielen Dank an Monkey. Schreibe ich ihm sonst gleich nochmal. Komm schon, ich möchte hier wenigstens einen Sieg. Komm hier, ja, der Sieg ist unser. Scheiß Flugabwehr, ey. Hau die doch mal weg. Ja, ich hasse das mit der Priorität hier. Der Packer macht schon einen guten Job da, aber... Ach Mensch, Jungs.
Drachen gehen mir gerade ein bisschen auf den Sack. Echt. Möchte ich sagen, ihr macht Müll, aber Leute, ihr macht Müll. Nein. Ja, die kümmern sich um den unerheblichen Scheiß-Drecks-Barbarenkönig. Echt. Ja, Pekka, hast du gut gemacht. Hast dich früh drum gekümmert. Bist ein cooler Typ. Mann, Mann, Mann. Schaffst du nicht. Ja, vielen Dank. Ressourcenmäßig habe ich aber alles abgegriffen. Das war wichtig. Denn ich bin ja der Ressourcenhunter. Ja, hat er mich. Der hat mir doch was geschenkt. Also, das war jetzt Justin. Danke. War jetzt gerade verwirrt. Ja, was können wir ihm denn spenden? Quasi. Könnten ihm hier Drachen geben. Aber er hätte gern Päcke. Bitteschön. So konnte ich auch mal einen spenden. Die Ressourcen können wir eigentlich auch direkt verbraten, weil ihr werdet das sehen, wenn ich hier Päcker und Drachen hole, das verballert einfach alles. Aber was wäre denn eure Wahl? Wir schauen hier einfach mal, was würdet ihr nehmen, um Hut zu farmen? Also ich hole in letzter Zeit immer Drachen und halt Päcker, so viel wie geht. Kostet aber richtig viel Knete, ihr seht das. Hier von nix, hier hole ich meistens ein Wut und zwei Heil. Damit fahre ich immer ganz gut. Hier den Päcker, wo Päcker verfügbar ist. Ja, das war's. Jetzt bin ich quasi durchgegangen. Okay. Ja, wäre cool, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr da so holt zum Farmen. Natürlich muss das dann irgendwie in meinem Level sein oder so. Hat ja sonst keinen Sinn, wenn wir nicht ähnliche Einheiten haben. Ist ja denn Quatsch. So ein Bauarbeiter hätten wir noch frei, der noch was machen kann. Da ich weiß, wie faul die sind, kriegen die noch was zu tun. Aber was? Ich glaube, ich habe hier nichts mehr für die, was die auf längere Sicht bearbeiten könnten. Nee, nee. Ich habe auch letztens erstmal entdeckt, dass man das Ding umstellen kann, hier die Skelettfalle. Mensch, 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 ich gucke mir die zu wenig an, die Viecher. Ja, hier ist nichts weiter bei. Ich kann jetzt nur hier in die Mauer investieren, dass ich sage, okay, ich möchte endlich rumziehen. 500.000 weg. Das geht einfach immer. Speedy. Oh, hier die Mauer. Die Kanone muss auch hochgezogen werden. 5er Luftabwehr. Da habe ich auch eine 5er. Die wird bald zur 5er. Die muss dann aber irgendwo hier reingeklatscht werden. Ansonsten bin ich halt ein gutes Angriffsziel für Drachen und so einen Schrott. Ist leider echt so. Boah, ich weiß nicht, ob die hier gut platziert sind. Ich müsste mir auch mal die Angriffswege von den anderen anschauen. Hier zum Beispiel mal Verteidigungslog. Wiederholung. Schauen wir mal kurz vorbei. Okay, da kommt er mit Riesen vorbei. Hat halt gesehen, dass ich dort schwächere Kanonen habe. Okay, da unten ist er durchgebrochen und dann ging er ziemlich schnell durch. Relativ schlecht gedefft. Okay, die Kanone hat gut weggehauen. Rasiert quasi. Verstehe. Okay, ich habe schon verstanden. Egal, was könnte ich dem spenden? Welcher ist denn Drachen? Bitteschön. So. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ja erstmal alles soweit hier erledigt. Der Krieg steht bald an, in 1,5 Stunden ungefähr, in knapp. Und ja, bitte. Und ja, ich freue mich schon auf den Krieg und auf die nächste Folge und auf eure Kommentare. Schreibt gerne rein.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Leute. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Ciao, ciao.